Hallo Freunde, tja, heute bin ich in den Donauauen unterwegs. In den Auen ist es immer schön feucht. Das Wetter ist heute ziemlich trüb, düster. Es ist Gewitter angesagt, schauen wir mal, wie es wird. Hier ist alles feucht. Ich komme mir vor wie in den Tropen. Aber das hält mich nicht ab, ihr kennt mich ja. Und ja, ich hoffe, ihr kommt wieder mit mir. Los geht's! Hier hat es so stark geregnet, dass sich diese kleinen Teiche bilden. Ja, hier hat der Sturm auch etwas gewütet. Rändern kann man sehen, wie hoch das Wasser hier gestanden ist. Ja. Mannshohes Gestrüpp hier. Höher, wie ich bin. Ja, wenn man auf den Holzstamm schnell hinsieht, glaubt man, da ist ein Krokodil. Mir wirklich vor wie im Dschungel. Ich weiß gar nicht, wie viel Luftfeuchtigkeit das hier hat in Prozent. Aber ich denke locker 80, wenn nicht mehr. Wahnsinn! Schweinchen! Nicht klein das Ding.
was ist das für eine Spur? Keine Ahnung. Wow, hier hat sich ja schöner Mist zusammengetragen. Wahnsinn. Das Ganze mitten im Dschungel. So Freunde, jetzt könnt ihr mit mir mitessen, natürlich nur mit den Augen. Chiliwürstchen, wieder mit Bratkartoffeln oder Kartoffelchips und diesmal sogar noch ein paar Radieschen. Mahlzeit, Jung! Herrlich, herrlich. So Freunde, viele werden jetzt wissen, was jetzt kommt. Die mich kennen auf alle Fälle. Jetzt kommt ein Käffchen. So da. Haha. Hört mal diesen Klang. Ah, super. Und jetzt das zweitschönste nach dem Essen. In der Ferne hört man es schon grollen und donnern.
So, dabei. Alles sauber weggeräumt und jetzt geht's Richtung nach Hause. Tja, noch ca. 20 Minuten bis zum Auto. Es ist aber ordentlich Wind aufgekommen. Es ist auch dunkler geworden und es hat auch ein bisschen abgekühlt. Ja, dann schauen wir mal, ob ich es noch trocken schaffe. Ist ja nicht mehr so weit. So. Fast beim Auto trockenen Fußes, jetzt aber hutig. Nur eines bin ich drauf gekommen, der Survival Martin, der lügt. Der sagt immer, wer schwitzt, der stirbt. Ist gar nicht wahr, ich schwitze wie Sau und lebe noch. Also Martin, du Böser. Ciao. Ja, jetzt ist mir egal, hier steht meine Droschke und jetzt geht's nach Hause. Ciao Freunde! Tja, ihr seht, gerade noch geschafft. Hier geht gerade die Welt unter. Ich stehe in der Garage.